Björn Banane war früher Ballermannsänger. Heute gehört er zu den bekanntesten Köpfen der Freiheitsbewegung. In seinem neuesten Song Impfschaden geht es um die verheerenden Folgen der Corona-Politik. Das Musikvideo erscheint morgen Abend um 20 Uhr auf Björn Bananes Telegram-Kanal. Wir konnten beim Dreh dabei sein und freuen uns, Ihnen schon vorab ein exklusives Making-of präsentieren zu dürfen. Ich bin Björn Banane. Und du siehst gerade das Making-of zu meinem neuen Musikvideo Impfschaden. Viel Spaß dabei. Keine Gnade, du hast einen Impfschaden. Du hast einen Impfschaden. Es geht um das Thema Impfschaden. Plötzlich und unerwartet verstorben. Und wir werden hier auf dieses Thema eingehen und werden es nicht verleugnen. Das hat ja so ein bisschen Rammstein-Feeling. Hat das einen Grund? Ja, die Band Rammstein klingt so ein bisschen ähnlich wie Björn Banane. Die kopieren uns scheinbar. Das ist halt einfach nicht zu ändern. Ich stehe da total drüber, denn ich bin deutlich bekannter und habe auch mehr Wahrheit in meinen Texten und in meiner Person. Und aus diesem Grund stehe ich da drüber und wünsche trotzdem dieser Newcomer-Band viel Erfolg für ihre weitere Laufbahn. Du hast einen Impfschaden. Du hast einen Impfschaden. Du hast einen Impfschaden. Noch eine Frage, und zwar zum Erscheinungsdatum eures Clips. Da lyncht mich mein Produzent immer, wenn ich da zu konkret werde. Aber ich gehe davon aus, dass es für alle sichtbar sein wird Mitte Februar. Das Lied hören könnt ihr jetzt schon auf dem aktuellen Album von mir, Björn Banane, Neuanfang heißt das. Ja, herzlichen Dank. Ne? Das war's dann und viel Erfolg weiterhin. Du hast einen Impfschaden.